So, hallihallo und herzlich willkommen zum Video, ja, Thema GoPro. Wir werden das Video heute in zwei Parts bauen. Das heißt, der erste Part ist kurz und knapp und der zweite Part ist dann ausführlich. Somit einen lieben Gruß an die liebe Mitarbeiterin von Albers Mobile. Die hatte die Anregung, vielleicht dann so kurz und knapp oder mehrere Sachen so, ne, versuchen irgendwie mal kurz und knapp zu halten. Ich probiere das einfach mal, denn probieren geht über studieren. Und ja, starte direkt mit der GoPro Hero 7 Black. Bei Amazon genannt GoPro Hero 7 Schwarz. Ich starte parallel dann auch direkt meinen Screen Recorder, nehme das Ganze dann gleich auf der Desktop-Oberfläche mit auf. In der Summe, damals 379 Euro bezahlt, jetzt liegt die bei ungefähr 280 Euro. Hat Höhen und Tiefen. Viele Aufnahmen sind versaut gewesen. Und jetzt auch in der letzten Folge hat es nicht ganz funktioniert. Die Kamera hat sich einfach aufgehangen. Ich habe verschiedene SD-Karten reingemacht. Daran lag es jetzt nicht. Verschiedene Firmware-Updates gab es so in dem... die Kamera jetzt dann seit letztes Jahr. Am 20.03.2019 habe ich sie bekommen. Und in der Phase gab es halt echt ganz viele Höhen und Tiefen mit der Kamera. Das heißt, joa. Die hat sich sehr oft aufgehangen, wenn ich die Kamera mal gedreht habe. Und habe hier oben dann auf Aufnahme gedrückt, dann war der ganze Bildschirm eingefroren. Jetzt aktuell, ich versuche das mal mit aufzunehmen. Müsste also eigentlich die Kamera angehen, aber es tut sich gar nichts. Weder die LED hier oben leuchtet oder es passiert irgendwas. Das Display geht nicht an. Ich drücke jetzt nochmal länger drauf. Das ist halt, ja, das macht die jetzt schon die ganze Zeit. Mit dem letzten Update, da gucken wir gleich auch nochmal rein. Aber letztendlich habe ich mich ganz normal an die Regularien gehalten. Das heißt, immer wieder mal die Firmware kontrolliert und ein Update gemacht. Starten wir eben den Screen Recorder, damit das Ding läuft. Ja, und festgestellt, dass es nicht sein soll. Das heißt, selbst wenn ich die GoPro jetzt hier adäquat an den Strom packe, beziehungsweise auch an die Übertragung zum PC, dann sollte ja eigentlich auch die GoPro dann sichtbar sein. Das heißt, ne, jetzt auch sofort auch schon laden, das macht sie nicht. Und selbst wenn ich sie jetzt versuche anzumachen, da kommt auch nichts. Also, ne, ich mache jetzt trotzdem nochmal die App auf, dann sieht man es auch nochmal. Ne, das sind die alten Medien, aber selbst da sollte jetzt eigentlich theoretisch, manchmal kommt sie, ist halt so... Ich habe es auch manchmal jetzt, wenn ich sie jetzt so andrücke, dann kommt die halt später, also dann geht sie später an. Ich hatte es auch schon mal, dass sie im Rucksack war, dann war sie auch auf einmal komplett leer. Also jede Menge schon erlebt. Und ja, also in der Summe, was die Kamera verspricht in ihrer Beschreibung, ist alles da, funktioniert alles, kann ich auch echt empfehlen. Aber halt bei wichtigen Aufnahmen, ne, ja, die sind dann halt nicht drauf, wie bei dem letzten Dreh. Da hat die Kamera angezeigt, dass sie aufnimmt. Die Zeit lief mit. Es stand auch nicht drin, SD-Kartenfehler oder sowas. Aber ich habe dann in den Ordner geguckt und ja, ab dem Punkt, wo sie sich ausgeschaltet hat und ich sie neu gestartet habe, ab da hat sie dann auch nicht mehr aufgenommen. Selbst wenn ich ganz normal weggedrückt hat und die Zeit mitlief, die Aufnahme war nicht vorhanden. Und dementsprechend, das ist jetzt nicht das erste Mal passiert, also das ist jetzt bestimmt schon vier oder fünf Mal passiert. Jetzt ist es halt das erste Mal passiert, dass ich halt nicht sehen konnte, dass sie halt nicht aufnimmt, weil ich dachte halt, dass der Timer lief, dass die Kamera da mitmacht und mir die Aufnahme sichert, aber dem war nicht so. Ja, jetzt geht es auf jeden Fall zu Amazon zurück und geht in Reparatur. So, dann kurz und knapp. Ich glaube, es gibt in der Summe auch noch andere Action-Cams, die wesentlich billiger sind und vielleicht sogar das gleiche können. Ich sage mal, der Bildstabilisator ist wirklich, wirklich gut und macht auch echt seinen Dienst. Rechne ich hoch an bei GoPro. Aber es halt jetzt mit der, ja, dass die Kamera sich aufhängt, ist das echt, echt, echt sehr, sehr nervig. Joa, dementsprechend von meiner Seite her erstmal keine Kaufempfehlung. Ich weiß nicht, wie sie bei der neuen Kamera aussieht, bei der 8er. Aber jetzt so für die GoPro 7, aber ich höre auch so, wenn ich mit Kollegen und so quatsche, die auch eine GoPro haben, dass sie sich auch gerne mal aufhängt. Und ja, das ist halt das große Problem. GoPro, schade. So, und jetzt für die, die das ganz gerne dann alle im Detail gucken möchten,
und das Ganze verfolgen möchten, dranbleiben. Es geht sofort weiter. Ich mache jetzt eben kurz hier noch mein Tablet an und dann starten wir direkt durch. Robin? Robin? Ruhig sein bitte, ne? Okay? Ja, so, auf los geht's los zum zweiten Part. Ich starte hier eben noch die Oberfläche zum Aufnehmen von meinem Tablet, damit ihr auch seht, was ich meine. Denn wir haben ja auch eine App. Oh, ich sehe gerade, die Kamera ist jetzt an. Also nach langem Zögern ist sie jetzt angegangen. Also man sieht jetzt auch, Display leuchtet. Also das ist echt kurios. Habe ich Amazon auch kontaktiert, war auch super, super guter Support. Haben dann halt gesagt, dass es jetzt in die Werkstatt geht mit der Kamera. Das heißt, ich habe schon alles vorbereitet, Kartönchen. Und dann wird sie dann auch morgen direkt losgeschickt und geht erstmal in die Werkstatt. Jo, auf jeden Fall lasse ich dann den Screenrecorder auch vom Tablet mitlaufen, um einmal zu zeigen von der App, dass die Kamera bei der Live-Geschichte so ein bisschen hinterherhängt. Ich mache sie jetzt nochmal aus. Ne, jetzt funktioniert es zum Glück, manchmal auch da hängt sie komplett und ich sag mal, wenn sie sich aufgehangen hat, passiert genau das. Das heißt, ich muss alles aus dem Case holen und dann Akku raus, dann habe ich den Akku wieder reingemacht und die Kamera gestartet. SD-Karte, ne, auch einfach nur reindrücken, auch da ist halt so, ich hole mal eben kurz noch, ne, ich zeige euch die eben, ich habe die aber hier direkt unmittelbar in der Nähe. Also ich bin im Besitz von mehreren SD-Karten und zack, also 1, 2, 3 Stück. Eine Samsung Evo Select, das ist dann eine Micro-SD-Karte XC und also 128 GB und 2x64 GB eine SanDisk Ultra Micro-SD, auch eine XC. Und alles schon drin gehabt und es war bei jeder Karte auch mal das Problem, dass dann halt die GoPro einfach angezeigt hat, ja, SD-Formatfehler, irgendein Problem und ja, irgendwann stört es, ne? Man will ja seine Aufnahmen behalten, beziehungsweise auch dann verwenden können. Und ja, dann gab es dann immer das Problem, dass die Kamera halt nicht sofort neu gestartet hat, beziehungsweise muss ich dann immer wieder dann hier den Akku rausmachen, Kamera wieder ins Gehäuse, ja, also so ein Vorgang, der dann auch irgendwann nervig wird. Kamera starte ich schon mal. Wenn dann, also jetzt funktioniert es auch sofort. Machen wir noch hier den Riegel rein, zack, und glücklich sein. Ja, und letztendlich dann trotz Firmware-Updates, ich mache die jetzt auch noch mal eben hier an den an GoPro Quick dran, am Laptop jetzt. Ja, der Karton hier. Und da könnt ihr auch direkt mitgucken. Das heißt, hier sieht man die Kamera, Sun XX Rise 99, Hero 7 Black. Keine Daten zu importieren. Wir gehen jetzt mal hier auf Einstellung und dann sehen wir da bei Kamera Firmware die Version 1.90. Die ist aktuell. Zwischenzeitlich gab es natürlich dann vom letzten Jahr, ich meine, in der Summe hatte ich glaube ich 3 Updates. Und am Anfang war die, also lief die Kamera, da gab es keine Probleme. Dann gab es ein Update. Dann fing das halt an, dass wenn ich die Kamera so in der Aufnahme bewegt habe, war alles gut. Habe ich dann eine Aufnahmepause gemacht und habe die Kamera gedreht nur so ein bisschen oder ne, habe die so in der Hand gehabt und die hat sich selber gedreht, dann heißt, die ändert ja dann auch das Format, jetzt sind wir im Hochformat, dann ist die eingefroren. Also dann konnte man den Bildschirm hier, ne, das hat sich nichts mehr bewegt, die ist eingefroren und hat sich nicht mehr ausgerichtet. Ich konnte hier auch über ein Touchscreen nichts mehr machen und wenn ich dann lange festgehalten habe und wollte die Kamera ausschalten, ging auch nicht, sie blieb einfach an. Ja, dann wieder Gehäuse ab, Akku raus, Akku wieder rein, glücklich sein und irgendwann nervt das natürlich, ne? Weil ich sag mal, ein Gerät, was 380 Euro kostet oder wenn es dann auch ein Gerät wäre von 100 Euro, das ist eigentlich egal, es soll ja funktionieren. Ja, jetzt geht es auf jeden Fall in die Werkstatt
ne, mit den SD-Karten und dann soll da die Werkstatt gucken, wo das Problem liegt. Sag mal, beim Connecten hier mit der App auf dem Laptop, ne, GoPro Quick, habe ich aber auch zeitgleich dann hier auf dem Tablet nochmal, mache ich euch dann jetzt auch parallel auch direkt nochmal auf. Das heißt, wir switchen jetzt um aufs Tablet. Und man sieht, dass er da auch eine Kamera gefunden hat. Die steuern wir aber jetzt gleich an. Das heißt, wir machen jetzt eben kurz einmal, ne, ich switch wieder rüber zum PC. Das heißt, hier kann ich dann meine Daten sehen, meine Medien sehen, die da drauf, ne, also die waren jetzt da drauf und die aktuell drauf sind, ne, auf der Kamera zurzeit. Ne, auch das ist ganz komisch, obwohl die Kamera leer ist, also keine Medien drauf sind, hat er jetzt trotzdem dann nur 119 GB. Auch da ist halt so, dass die ab und zu mal, da habe ich die einfach mal formatiert, dann war es wieder gut. Das heißt, da waren 0% verwendet. Aber mit jeder Aufnahme, die man macht und je mehr das so werden, desto kleiner schrumpft, aber oder desto größer wird irgendwie dieser Datenmüll, sag ich mal, im Hintergrund, der läuft. Da bin ich jetzt nicht so versiert drin, aber letztendlich, ne, jetzt sind es schon 9%. Das heißt, dann könnte ich jetzt noch 91% von der Karte nutzen. Also, Updates komplett immer wieder gemacht, Firmware-Updates. Hat halt, ja, jetzt in der Summe nicht funktioniert. Vielleicht ist es ein Montagsmodell, ich weiß es nicht. Werden wir auf jeden Fall rausfinden. Wir switchen jetzt rüber zur App auf meinem Tablet. Ne, also, es ist die gleiche App wie auf dem Smartphone. Das heißt, jetzt auch aktuell, kurz wegen dem Soundfall, ich nutze jetzt dann wieder mein Smartphone und mache die Aufnahme, weil die GoPro ist ja jetzt out of order. Und kann sie halt ansteuern. Ich sag mal, da ist mir halt aufgefallen, dass bei so Livestream-Geschichten, ich habe versucht, das über Cyber, über mein Programm hier, ne, über Cyberlink, ja, das Medium aufzunehmen. Das heißt, ich habe mir den Screen Recorder 4 runtergeladen, über HDMI reingegangen. Und habe halt festgestellt, ne, jetzt sieht man das hier auch, festgestellt, dass ja, ich diese Kamera halt nicht als, ja, externe Kamera nutzen kann. Ne? Beispiel dann mein PC, mein Laptop hat ja hier oben eine Webcam drin, die ist aber sehr, sehr schwach. Und da dachte ich so, yo, ich nutze einfach mal die GoPro, hole mir ein HDMI-Kabel. Denn hier im Seitenslot haben wir einmal den HDMI oder Mini-HDMI-Anschluss und den USB-C. Für die Datenübertragung und für Strom. Und da dachte ich, komm, dann gehst du einfach mal mit dem HDMI-Kabel, so, jetzt haben wir es aber, Heuwegelchen, in deinen Laptop rein und zwackst du einfach das Signal ab. Ja, GoPro spielt da nicht mit. Und ich sag mal, auch da merkt man halt, die Kamera, ne, ich bewege sie mal langsam oder mal schnell, ist halt zeitverzögert. Ne? Es hängt ein bisschen hinterher, ist gar nichts. Ne, wir machen jetzt mal auf Live. Also ein bisschen hängt sie hinterher, sage ich aber, ist jetzt nicht so tragisch. Muss man halt nur gucken wegen dem Ton und Co., wegen dem Zusammenbasteln. Da weiß ich natürlich jetzt nicht, wie das funktioniert, weil ich konnte es halt nicht nutzen auf dem Screen Recorder, auf dem Laptop. Joa, aber ansonsten alles andere, die GoPro steuern, ausmachen und Co., das funktioniert super. Wenn ich natürlich jetzt die Auflösung, das können wir auch mal machen, die Auflösung höher stelle, machen wir mal einfach 2,7K. Das heißt dann, kann man natürlich dann auch, das mache ich ja ganz oft auch mal, dass ich mein Telefon nutze als Bildschirm, damit ich auch sehe, wie viel nehme ich letztendlich wirklich auf. Ja, also bin ich im Bild, ne, sieht man mich auch adäquat. Wenn ich die Einstellung jetzt noch ein bisschen höher setze, das heißt, wir jetzt dann auch die Bilder pro Sekunde mal auf 100 machen, auch da sind wir d'accord. Also man merkt auch, dass es ein bisschen schneller wird. Ich mache jetzt auch nochmal eine Aufnahme und jetzt kommt es halt, das Vorschaufenster spielt mit, aber stellen wir dann die Bildrate, also ne, die Bilder pro Sekunde hoch, dann wird die Vorschau nicht mehr unterstützt. Das finde ich maximal schade. Das hätte ich mir echt gewünscht, weil so war eigentlich der Plan, dass, ne, jetzt, gut, ich nehme jetzt mit 50 auf. Jetzt so über die Zeit habe ich aber auch gelernt, ne, also dann, wie weit die Kamera dann von ihrem Winkel, ne, wie weit ich das nutzen kann, so dass man mich auch sieht. Das heißt, jetzt auch die letzten Monate gar nicht mehr das Handy dann als Bildschirm benutzt. Aber es wird halt trotzdem nicht unterstützt. Und das finde ich schade.
Das hätte ich mir gewünscht, dass die Kamera das hinkriegt, aber macht sie nicht. Also die App arbeitet sehr gut mit der GoPro zusammen, das kann man auf jeden Fall positiv erwähnen. Sag mal, mit der Zeitverzögerung, wenn man die Aufnahmen braucht, ja, ich sag mal, das funktioniert ja, weil das ist ja letztendlich, ist der Überträger ja auch die GoPro. Das sieht man, da kann man nicht meckern. Joa, dann nehme ich euch jetzt nochmal mit rüber. Probieren wir sie nochmal auszuschalten, die Kamera. Na, jetzt funktioniert's. Aber manchmal war es halt wirklich so, hat man drauf gedrückt und die Kamera, da tat sich gar nichts. Ne? Oder die ging dann irgendwann später wieder im Rucksack oder lag auf dem Tisch und war an. Ich denke so, warum ist denn die Kamera schon wieder an? Hatte ich gestern auch zweimal gehabt, als ich die nochmal getestet habe und dachte mir so, okay. Bedienerfehler, ja, nein. Ich sag ganz klar nein. Schauen wir eben nochmal rüber in die GoPro. Also jetzt aktuell, ne, damals habe ich 379 € bezahlt, letztes Jahr am 20.03.2019. Und aktuell heute am, ja, Maifeiertag, am 1.5. Liegen wir bei 280,99 € bei Amazon. Ne? Auch da ist halt so, ihr könnt euch die Kamera besorgen, wo ihr möchtet. Ich nutze halt Amazon, ne, nicht nur wegen den Kundenrezensionen, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, sondern jetzt auch mit dem Support, finde ich super, funktioniert mega. Die Kamera wird morgen abgeholt und dann geht es in Reparatur. Ja, fliegen wir mal einmal kurz in die Gadgets oder Features der Kamera. Das Zubehör, was dabei ist, ne, auch mit dem Rahmen und Co., alles Taco. Das funktioniert. Dann die Hyper Smooth Videostabilisierung. Die ist wirklich, wirklich gut. Also da kann ich ganz klar sagen, die Bilder bei Bewegung werden trotzdem noch grandios. Also ich sag ganz klar, beim Fahrradfahren, beim Inlinerfahren, beim Joggen, selbst wenn ich die so rumfuchtel, und man sieht das ja auch, dass ich öfter mal in meinen Videos, ne, wenn ich die einfach nur in der Hand habe als Handcam und aufnehme, dann ist sie echt super, super ruhig. Macht ein super ruhiges Bild. Ich nutze sie ja jetzt wirklich dann über den Adapter und habe da unten ja entweder ein Stativ dran oder ein Handstativ, ein Einbeinstativ. Aber man könnte sie natürlich dann auch ganz normal dann noch kleiner machen, also dann wirklich dann als kleine Actioncam nutzen. Und also da ist sie von der Größe her halt wirklich, wirklich, wirklich klein. Also ich sage ganz klar, man sollte vielleicht jetzt nicht kleiner werden und vielleicht sich doch ein bisschen auf die Technik fokussieren. Denn auch innen drinnen, man merkt auch so im Sommer, auch da ist sie ganz oft abgeschmiert, hier vorne an der Linse wird echt, das wird super warm. Auch jetzt schon nach der kurzen Geschichte ist es vorne warm. Die wird dann auch richtig, richtig heiß. Wenn man dann auch noch mit extremem Strom reingeht, dann wird die mega, mega warm und schmiert auch einfach ab. Ist einfach aus. Also geht einfach aus, ist wahrscheinlich eine Schutzfunktion. Und ja, natürlich versucht man Action-Cam-mäßig noch kleiner zu werden, aber letztendlich kommt ja auch wieder viel, viel mehr Technik rein. Ne? Ob es die WLAN-Übertragung ist, Bluetooth-Übertragung. Man will gucken, dass der Lautsprecher, man will gucken, dass das Mikrofon, wenn man will alles ein bisschen verbessern. Thema wasserdicht, machen wir gleich noch. Ja, in der Summe muss man auch einfach mal dann das Gehäuse Gehäuse sein lassen und einfach mal bei der Größe bleiben und die Technik dann halt verbauen, dass da auch ordentlich Luft dran kommt. Dann ist das definitiv gesünder. Ja, und auf meiner GoPro sind vorne und hinten Folien. Auch da, die kriegt man super gut bei Amazon. Ich habe jetzt mal eben kurz hier das Zubehörpaket aufgemacht. Das packe ich euch auch als Link rein. 24,99 € aktuell der Preis. Und da sind halt, ne, Saugnäpfe bei für Fensterscheibe und Co. Ganz viele Adapter-Kits. Also für mich als Allrounder, ja, brauche ich definitiv. Macht auf jeden Fall Sinn. Die Kamera an sich, ne, Videostabilisierung wirklich, wirklich gut. Die Kamera wird natürlich dann auch mega, mega heiß. Robust, ja, auf jeden Fall. Ne, ob sie hinfällt oder ähnliches, dadurch, dass ich die halt wirklich in diesem Original GoPro Case habe, das funktioniert super. Ist auch jetzt nicht kompliziert. Wasserdicht, ne, ich habe sonst, müsste hier die Klappe drauf sein. Ne, die habe ich abgemacht, weil ich immer wieder Strom brauche, weil die Kamera, ich schleppe halt keine Ersatzakkus mit oder sowas, aber da müsste man auch immer wieder Case aufmachen, Akku tauschen. Ich gehe halt mit externem Strom rein. Wasserdicht ist auf jeden Fall, das funktioniert. Sprachsteuerung, ja, wisst ihr selber, ist wie bei den Navis und Co., das funktioniert nicht so gut. Super Foto auf jeden Fall.
Livestreaming, habe ich euch gerade gezeigt, hängt ein bisschen hinterher. Time Warp Videos, richtig gut. Also die GoPro in den Gesamtaufnahmen, ne? 4K als nächstes, 8x Slow-Mo Video, richtig geil. Also da kann ich ganz klar sagen, ja, definitiv. Ich würde aber persönlich gucken, ob ich eine ähnliche Kamera, das will ich dann auch noch mal machen, eine ähnliche Kamera finde, die, weil die Slow-Mo-Videos, bin ich ehrlich, ich mache eine Bildrate hoch und dann kann ich über meinen Cyberlink auch Slow-Mo-Videos machen. Das funktioniert super. Nee, aber jetzt für so mal eben kurz eine Aufnahme machen, Slow-Mo-Video, ist das natürlich richtig geil. Also da eine klare Empfehlung. Also das ist wirklich gut. Ich weiß ja auch nicht jetzt bei der 8, aber da könnt ihr ja selber bei YouTube gucken, da gibt es ja genug Reviews und Testberichte, inwieweit die dann halt immer ehrlich sind und halt vielleicht nicht gekauft, das kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber ich selber habe jetzt hier die Kamera, die Hero 7 Black. Ne, bei Amazon wird sie für, ja, da wird sie Hero 7 Schwarz angepriesen oder bezeichnet. Aber es funktioniert. Ne? Also 4K sind möglich, 12 Megapixel Fotos und Livestreaming, Stabilisierung, Touchscreen. Ne, auch der Touchscreen an sich hängt halt ein bisschen hinterher. Aber es ist nichts Kriegsentscheidendes. Also es funktioniert. Für die Sachen, die man machen möchte, funktioniert es. Wenn man da so ein bisschen mit Feingefühl dran geht, auf jeden Fall. Ich habe ja sogar eine Folie drauf und der funktioniert auch. Ich kann das nochmal eben zeigen. Ich hoffe, sie geht jetzt an. Ja, macht sie auch. Ne? Das heißt, wir gehen hier eben kurz auf die Videoeinstellung oder ziehen jetzt den Bildschirm runter, gehen auf die Einstellung, machen wir einfach mal Verbindung, Gerät verbinden. Also das funktioniert super. Ne? Da sage ich ganz klar, das funzt. Wenn wir jetzt hochziehen würden, würden dann die Bilder kommen. Also die Aufnahme, die wir gerade gemacht haben. Genauso wie mit dem Lautsprecher mal eben vor Ort. Der Lautsprecher ist halt nicht der Burner, aber für mal eben kurz dann am Drehort eine Aufnahme eben reinhören, ob alles funktioniert, das klappt. Und alle anderen Funktionen wie Video löschen und Co. funktioniert natürlich auch super. Gar kein Problem. Joa. Letztendlich kostet das Ding und hat es mich ja trotzdem dann um die 380 Euro gekostet und da erwarte ich dann natürlich auch, dass das Ding funktioniert. Und jetzt war es dann halt wieder mal eine Aufnahme, die nicht geklappt hat und ist natürlich schade drum. Wenn ich es immer mit zwei Kameras dann aufnehmen, falls eine wegbricht, ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ich drücke mir jetzt selber die Daumen, dass nach Reparatur die GoPro funktioniert. Aktueller Stand, ich könnte sie jetzt aufgrund dieser Schwäche, dass sie halt nicht aufnimmt, weil das soll ja eine Kamera machen, kann ich sie nicht empfehlen. Aber auch nur, weil diese Funktion der Aufnahme nicht zu 100% klappt. Alles andere bin ich d'accord, funktioniert super, tadellos, gar kein Problem, aber es macht keinen Sinn, wenn die Features da sind, aber die Kamera halt nicht aufnimmt. Dementsprechend warte ich jetzt ab. Was die Reparatur sagt, inwieweit die Kamera dann vielleicht auch noch getauscht wird, da halte ich euch auf den Laufenden. Und sollte die dann funktionieren und auch in den ersten Wochen, Monaten keine Schwächen haben, dann kann ich natürlich dann ganz klar sagen, jo, greift, also, ne, greift zur GoPro, die funktioniert auf jeden Fall. Ne, ich sag mal, auch die 8er hat vielleicht ein paar neue Features, aber das guckt auch da bei YouTube rein, da will ich gar nicht ins Detail gehen. Ich will mich jetzt auf die 7er konzentrieren und joa. Ja, auch da ist halt so, die 7er ist ja auch noch auf dem Markt. Er hat jetzt hier aktuell bei Amazon 4 Sterne Bewertung, also 4,1, 3058 Bewertungen, die reingepackt wurden. Und würde jetzt der, nee, man sieht jetzt auch nochmal mit der Büroklammer den Vergleich. Würde jetzt nicht dieser Fehler sein, dass die SD-Karte oder ne, dass die GoPro sich aufhängt. Ich glaube, dass das ein Zusammenspiel ist, dann wäre es natürlich eine mega, mega Kamera. Dann kann man auch sagen, dass es eine mega, mega Kamera ist. Aber jetzt Fazit abschließend. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich überlege dann auch schon mal eine ganz günstige Action-Cam zu holen. Also eine ähnliche GoPro. Oder ein ähnliches Modell wie GoPro, ne? Vielleicht nicht die gleichen Features, aber letztendlich brauche ich eigentlich nur so die Aufnahme dann so, ne? Also Slow Motion und so baue ich dann ja über mein Programm. Ne? Ich kann das auch nochmal öffnen. Dann in der Cyberlink Power Director, das ist das Programm, was ich nutze.
Und da muss ich ehrlich sagen, da kann ich ja auch dann Slow Motion und sowas ein. Ich mache ja auch im Vollbildmodus Slow Motion und sowas einfügen. Ne? Also bearbeiten, das heißt, dass das Video dann in gewissen Sequenzen langsamer machen. Joa. In der Summe, ich schalte jetzt von Desktop wieder auf große Kamera. In der Summe bleibt es dabei. Überlegt euch das nochmal vorher. Vielleicht wartet er jetzt nochmal, bis ich jetzt eine Resonanz habe, wenn die Kamera wieder da ist. Ansonsten, ja, probieren geht über Studieren. Und die klare Empfehlung, erst dann, wenn die Kamera wieder da ist. Oder ich vielleicht eine neue Kamera bekomme. Vielleicht ist es ja wirklich eine Montagscam. Ja, dann packe ich euch noch ein paar Links rein mit GoPro-Tests und Reviews. Und wünsche euch da auch viel Spaß beim Zuschauen. Und sage ganz klar vielen Dank. Und wünsche euch dann, ja, allzeit gutes Aufnehmen, allzeit gute Fahrt, bleibt gesund und ciao, ciao.